Servus, grüß euch und hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro Exodus. Ja, und wir sind auf der Suche nach Anna und haben keinen Peil. Also wir sind ja schon, was weiß ich, wo rumgelaufen. Vielleicht schauen wir jetzt nochmal zu dem Häuschen da oben. Vielleicht habe ich da drin irgendwas übersehen. Eigentlich nicht, hier ist nur der auch noch Beantworter. Ja, anscheinend sitze ich hier für immer fest. Hier ist dieses große Tor. Ah, hier, was leuchtet denn da? Oh, Scheiße! Da ist Anna! Oh, das schaut nicht gut aus mit der Luft. Hoffentlich geht's dir gut. Artyom, ich hab dich rufen gehört. Es war so schön da. Aber ich hab dich gehört und konnte dich nicht verlassen. Okay, dann suchen wir mal hier einen Weg raus. Ah, oh, diese blöden Spinnenviren, die werde ich mir nie gewöhnen. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch Munition produzieren. Dann laden wir nochmal nach. Oh Mist, Filter bräuchte ich ja mal wieder einen neuen. Hier ist zu. Solchen baue ich mir auch gleich noch, einen Filter. Blaue Zeug hier eigentlich. Oh oh. Ich hätte aber natürlich wieder mal nicht nachgeladen. Oh oh, ich höre noch einen zweiten Topsen. Natürlich. Vielleicht wäre da jetzt auch die Pistole besser gewesen. Nein, nein, nein. Oh, da kommen noch welche, das gibt's nicht. Waren das jetzt alle?
Hier habe ich fast keine Munition mehr. Ja. Ziemlich kühl, dass das noch nicht alles war hier. Überall rauskriechen. Natürlich, sehr gut. Buh, schmeißt er! Was schmeißt er? Ich hoffe nicht mit Granaten, oder? Na toll, geht sie noch weiter runter, oder was? Ich habe immer noch keinen Ausweg gefunden. Kann man die Maschinen wieder irgendwie... Okay, was ist jetzt gebracht? Auf jeden Fall Licht. Wo war jetzt die Munition? Hier, okay. Puh. So. Wirklich raus sind wir jetzt immer noch nicht. Ah, und wie kommen wir? Oh, muss ich jetzt immer den ganzen Weg durchlaufen? Boah, das ist, ich habe nicht so viele Filter, Leute.
habe ich hier wieder übersehen. Hier war mal. Hier ist diese Tür, die ist auch versperrt. Ich sag nochmal so ein Pizza hier. Wir müssen den anderen sagen, dass wir sie gefunden haben, Sam. Gut, dass Artyom mich gefunden hat. Ah, immer Jennifer. Oh, was ist das hier? Siehst du die Fässer? Das sind irgendwelche Chemikalien. Das ist entweder ein Lager oder eine Deponie. Und diese Schalt könnte von den Einheimischen dort aufgehoben. Danke, mein Liebling. Sein, um die Stelle zu markieren. Na, in Ordnung. Also, Artyom, tragen wir sie jetzt? Auf gar keinen Fall. Ich kann selbst gehen. Ich muss mich nur etwas ausruhen, dann geht es los. Der Alte wird jetzt vermutlich völlig am Rad drehen, wenn er hört, dass seine geliebte Tochter verletzt ist oder so. Papa, ich bin's. Die Batterie von meinem Funkgerät war leer. Es war nass geworden. Abgesehen davon geht's mir gut. Artyom und die Jungs sind hier. Eines Tages werde ich wegen dir noch einen Herzinfarkt bekommen. Sobald du zurück bist, hast du Hauserwist, junge Dame. Hauserwist. Sam, bist du das? Danke, dass du bei der Suche nach Anna geholfen hast. Hilf jetzt nicht ladenlos nach Hause. Dass ich mal ein Wörtchen mit der Göre rede. Stefan hat auch einen Anpfiff verdient. Er versucht, Zivilisten an Bord zu holen. Wir sind alle durchgedreht. Geh zurück und hilf Stepan, meinen Vater zu überzeugen. Wegen Katja und Nastja, ob sie mit uns reisen dürfen. Zu Befehl, Chefin. Artyom, es geht mir schon besser. So. Erzähl doch mal, wie die echten Feindbasen sind. Dann müssen wir sie erkennen, wenn wir sie sehen. Geht's aber noch kurz in das Safe House, glaube ich. Waffen reinigen. Ich glaube, in dieser Kloake da unten bestimmt wieder einiges. Wo es geht eigentlich. Pistole, naja. Ja, wir können keine Munition herstellen. Das ist echt nervig. Ich hoffe, wir haben jetzt nochmal wieder menschliche Gegner, wo wir ein bisschen Munition bekommen können. So. Oh, Gewitter. Ich meine es ernst, verdammt nochmal. Ja, da will ich auch mal ernst sein. Woher soll ich wissen? Also man kennt schon diese Ressourcenknappheit. Das Schlimmste sind natürlich immer diese Horden an Gegnern, wo es wirklich viel Munition brauchst. Ist es ein Gewitter? Artyom, hilf uns mal. Der Alte lässt Katja und Nastja nicht mit. Obwohl Katja uns sogar gesagt hat, wo wir einen Passagierwaggon in gutem Zustand finden können. Wo wollt ihr hin?
Aber hier, das ist keine Werkbank. Da ist eigentlich schon eine, aber ich kann es nicht nutzen. Ja, es schüttet wie Sau. Wir haben eine Gelegenheit, die Brücke ohne Angriff zu übertreten. Es kommt ein Händlerkonvoi den Fluss hoch und die Brückenbewohner machen mit ihnen Geschäfte. Also werden wir als Händler verkleidet die Brücke infiltrieren und sie herunterlassen. Katja sagt, dass sie noch funktioniert. Wenn wir uns beeilen, können sie uns nicht abwarten. Sollten sie es versuchen, werden wir die Brücke trotzdem überqueren. Egal was sie tun. Neuen Blut können sie haben. Also müssen wir jetzt nur noch auf das Händlerboot warten. Herr Oberst, wir können Sie hier nicht zurück. Sie werden lebendig aufgestellt. Hast du jemals deinen Kopf benutzt? Weißt du, wohin wir fahren? Was uns auf dem Weg dorthin begegnen wird? Wo, bitteschön, sollen Sie in der Aurora schlafen? Auf den Kuhlkisten? Wir Spartaner kommen damit klar. Aber für eine Frau mit einer sechsjährigen Tochter ist das inakzeptabel. Ich gebe Ihnen meine Matratze und ziehe in den Heizraum. Dann schläfst du beim nächsten Wachdienst ein und kriegst die Kehle aufgeschlitzt, weil du unausgeschlafen bist. Trotzdem weiß ich, dass wir sie nicht zurücklassen können. Während wir warten, können wir doch einfach diesen Waggon holen, von dem Katja uns erzählt hat, oder? Wir können das Kind nicht hier lassen. Und wie lange sollen wir abwechselnd schlafen? Geht das schon wieder los? Wie? Wie sollen wir diesen Waggon holen? Ich werde die Aurora nicht dorthin fahren. Das brauchst du doch nicht. Ich habe ein Terminal, eine Motordreißige versteckt. Die kann ein Waggon ohne Probleme ziehen. Artyom und ich können sie holen und dann mit dem Waggon hierher. Das hört sich doch noch ein Plan an. Ich lasse mich auf keinen Fall gehen. Zu zweit können wir die Reparatur bis zum Punkt abschieben. Alleine schaff ich das nicht. Okay, okay, dann mach das. Ich will da kein Unrecht schlagen. Wir holen diesen Waggon und wir nehmen die Zivilisten mit. Artyom. Kümmerst du dich darum? Natürlich, Chef. Wenn der Konvoi in Sicht ist, lässt du alles liegen. Eis zum Hafen. Das ist unsere beste Gelegenheit, die Leute zu überqueren. Danke, Papa. Katja und Nastja werden so dankbar sein. Ja, Artyom, das ist ein Trennschalter für die Motordreisine. Den fährt sie nicht. Die ist ein echtes Schätzchen. Das ist wie das Arme in der Kirche. Sind zur Hölle und zurückgefahren, sie und ich. Wir haben so viele Sachen gezogen. Ich habe mich so oft aus dem Schlamassel geholt. Da du zum Terminal gehen kannst, bin ich gut zu. Es ist ganz schön weit bis dorthin. Aber wenn du nachts gehst, ist die Gefahr geringer, auf Banditen zu stoßen. Während es dunkel ist, bleiben sie in ihrem Lager. Aber es wird trotzdem nicht leicht, da dann mehr Tiere unterwegs sind. Und außerdem gibt es Elektroanomalien. Die Fanatiker nennen die Wunde elektrisch. Also solltest du deine Möglichkeit abwägen. Oh, ich bin mir gerade am Überlegen, wir sind... Duke ist in dieser Gegend im Einsatz. Er erhält die Brücke im Auge. Der Empfang ist dort schlecht. Wir kriegen nur Rauschen von ihm. Wie auch immer. Wenn du ihn triffst, berichte ihn von der aktuellen Situation. Ich wette, du hast dich mit einer Stefan verschworen. Die beiden liegen mir ebenso am Herzen wie dir, aber wir wissen nicht, ob das, was vor uns liegt, besser ist als die Fanatiker. Also mir sind Banditen eigentlich fast lieber als Tiere. Ah, okay. Anna, danke, dass du und Arthur uns helfen. Ich weiß gar nicht, was ich von euch aus uns geworden bin. Wow. Danke uns nicht, bevor nicht alles geregelt ist. Das ist echt weit. Das ist alles von Artyom an. Also wünsche ihm Glück. Natürlich. Gott sei Dank. Okay, da ist so eine Eisenbahnbrücke, die werde ich gehen. Schauen wir mal. Wer schon? Arthur, gehst du zum Terminal? Yep. Es könnte sein, dass du dort auf Blut triffst. Er hat dort in einem Waggon bei der Brücke einen Beobachtungsposten eingerichtet. Bitte ihn um einen Lagebericht, bevor du reingehst. Mach ich. Eine Sache noch. Der Turm zur Rechten. Siehst du den? Da ist irgendwer. Ich denke, es sind die Banditen. Sie beobachten uns. Da war ich doch schon längst. Ich habe jemanden Gitarre spielen hören. Aber das war eine Vollkatastrophe. Ich muss hier jetzt links lang.
Gute Idee, speichern wir mal. Und auf. Artyom, Nastja möchte dich etwas fragen. Hör los, Nastja. Onkel Artyom, Onkel Artyom. Kannst du mein Teddy suchen? Du, war doch gar nicht so schwer. Also, irgendwo auf den Lagertanks beim Terminal haben Dämonen ihre Nester. Könntest du also nachsehen, ob der Teddy dort ist? Ich weiß, das klingt albern, aber er war ein Geschenk von ihrem Vater und ohne ihn möchte sie nicht aufbrechen. Wenn du das machst, bin ich dir was schuldig. Ach, geh natürlich keine Risiken ein. Eine Sache noch. Aus diesem Turm habe ich eine Gitarre gehört. Sie hatte einen schönen Klang, aber der Spieler, einfach grauenhaft. Ich weiß, das ist gefährlich und so, aber falls sich die Gelegenheit bietet, dann rette das Instrument. Hey, was benutzt unsere Hauptfrequenz für solchen Tratsch? Er hat einen Auftrag. Überschüttet ihn doch nicht mit dieser Scheiße. Oh, Herr Oberste, wir sind bereits fertig. Ich bin viel zu nett zu euch. Okay, weitermachen. Ende und aus. Ich war ja hier schon. Die Banditen sind ja schon im Arsch. Natürlich doof. Aber eine Gitarre? War doch eine Gitarre? So, dann haben wir das schon mal erledigt. Jetzt mal das damit so weiter. Ein paar mehr Banditen wären gar nicht schlecht, weil ich dann echt meinen Munitionsvorrat ein bisschen aufstocken könnte. Und Tiere geben einfach keine Munition. Hey, Duke. Hallöchen, mein Blutsbruder. Hast mich nicht gesehen, hä? Die anderen auch nicht. Ich bin jetzt Teil der Landschaft. Ich habe gehört, dass du wegen einer Motordrechine zum Terminal willst. Dann hör mal zu. Ins Terminal kommt man nur übers Wasser. Zum Glück gibt es nebenan eine Anlegestelle mit einem Boot. Wurde offenbar von den Fanatikern zurückgelassen. Drinnen sind nur diese Tier-Mensch-Mutanten, so scheint es. Siehst du diese Tankstelle? Sie ist ein Banditenversteck. Sie überfallen die Fanatiker. Diese Typen scheinen vom Terminal wie Fliegen von du weißt schon was angezogen zu werden. Die Banditen haben während meiner Wache 3 von ihnen gefangen. Jetzt sieh dir dieses Gebäude da an.
Dort halten die Banditen ihre Geiseln zur Lösegelderpressung gefangen. Die armen Kerle müssen richtig leiden. Ich habe den Oberst 3-mal um Erlaubnis gebeten, da reinzugehen, aber keine Chance. Ich verstehe das ja auch, aber Normalbürger habe ich immer vor Schuften wie diesen beschützt. Daher ist es für mich schwierig, die Füße stillzuhalten. Naja. Siehst du diese Ruinen? Dort ist auch ein Banditenlager. Sie haben Scharfschützen. Ich habe auf dem Dach mindestens eine Zieloptik aufblitzen sehen. Daher würde ich keinen offenen Angriff empfehlen. Die Brücke ist komplett abgeriegelt. Die bewaffneten Leute dort zeigen sich nie. Sie rechnen definitiv mit einem Angriff von uns. Daher müssen wir uns im Moment um sie keine Gedanken machen. Hey, es ist deine Entscheidung, wann du aufbrichst. Aber im Dunkeln sollten die Banditen leichter zu meiden sein. Ich gehe auf jeden Fall auf meinen Posten zurück. Gib mir dein Immun. Könnte ich gleich übergehen. Naja, Leute, ich würde sagen, wir haben 26 Minuten. Ich glaube, ich mache jetzt hier einen Break und dann werden wir mal entscheiden, was wir als nächstes machen. Aber ich tendiere wirklich hier das Banditenlager und die Geiseln hier zu befreien und dann erst zum Terminal zu gehen oder zu fahren, bis mit dem Boot. Aber mal schauen, was die nächste Folge bringt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Bitte, ich servus, euer Dr. Bü. Thank you.